Das Dreieck ABC ist rechtwinklig in C. Frage: Wie lang ist die Strecke AB, wenn die Länge BC 2 hoch 22 beträgt und wenn die Länge AC 3 mal 2 hoch 20 beträgt? Hier handelt es sich also um ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Katheten jeweils 3 mal 2 hoch 20 und 2 hoch 22 betragen. Und was wir suchen, ist die Hypotenusenlänge. Also wenden wir den Satz des Pythagoras an. Hier können wir AC durch diesen Wert ersetzen und BC durch diesen Wert ersetzen und finden so, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich zu dieser Summe ist. Hier rechnen wir das Quadrat von diesem Produkt und hier das Quadrat von dieser Potenz. Somit ergibt das diese Summe. Summe, in der wir 2 hoch 40 ausklammern können. Zwischen Klammern bleibt dann noch 9 plus 2 hoch 4, das heißt 9 plus 16, also 25. Aber Vorsicht, nicht glauben, dass 25 mal 2 hoch 40 die richtige Antwort ist. Denn was wir suchen, ist die Hypotenusenlänge. Und was wir hier gefunden haben, das ist das Quadrat der Hypotenuse. Die richtige Antwort ist also die Quadratwurzel von diesem Produkt, das heißt 5 mal 2 hoch 20. Und somit ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.